lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Ich hoffe, der kommt wieder auf die Beine, Mann. Okay. Das war schon nice von dem. Nein. Das war schon nice. Sie ist gut. Okay. So, haben wir. Bin ich kaputt. Ich geh nach Hause und schlaf etwas. Okay, wir können einfach keinen Tasten holen. Ja, okay. Da musste irgendwas kommen, sonst hätten wir nicht, sonst hätten wir was drücken können. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Ja, cool. Also immer zu den Häusern quasi, ne? Achso, gut. Erstmal haben wir nur das eine. Ich wollte mal gucken, ob wir irgendwie was Neues skillen können oder so. Wir haben jetzt ja auch einige Gadgets, die wir da noch upgraden können. Erstmal Bahn fahren. Und wie der Typ guckt, hallo? Mind your business. So. Achso, warte, bevor wir da reingehen. Schauen wir doch mal kurz. Ach, guck mal, hier, einen haben wir. Ah ne, drei hat das gekostet. Achso, okay, ja gut. Stimmt, das wäre für einen auch ein bisschen stark. Darauf sparen wir mal als nächstes. Schauen wir mal. Jo, alles klar, Dani, ich wünsche dir was. Danke fürs Vorbeischauen und ja, ein paar möglichst erträgliche Tage wünsche ich dir. Ne? Vor allem, dass der Samstag dann schnell vorbei ist und du dann auch schnell ins Wochenende starten kannst. Lass den Kopf eher baumeln und das dann aber kopfüber. Danke dir. Man sieht sich. Und wir schauen mal, ob wir am Wochenende das One-on-One schaffen. Oder allgemein, wann es dazu kommt, ne? Ist nicht vergessen. Musst du halt sagen, wann du dich bereit fühlst. So, das hatten wir. Genau, und hier sind übrigens diese ganzen Anzüge. Vielleicht, Dani, wenn du noch kurz hier bist, guck mal, wie viele es gibt. Echt krass, man kann richtig viele freischalten. Wir haben auch schon echt viele freigeschaltet, ich weiß gar nicht... Wodurch, aber... Was könnt ihr denn so? Mal gucken. Oh, ach ja, genau, wir haben ja diese... Diese Anzugmacht, die nutze ich kaum leider. Muss ich mich mal öfter dran erinnern. Hier, dann können wir unsere Fokusgeneration erhöhen. Das war, glaube ich, der erste, oder? Ach so, das war der Beschädigte und dann der Reparierte. Das ist auch cool. Ich spinne alles in Reichweite ein, in Sichtweite. Hm. Naja, aber der ist auch ganz nice. Hm. Gut, da müssen wir eh noch ganz viele Sachen für freischalten. Ne? Negativ anziehen. Interesting. Ja, ich denke, morgen werde ich Rocket League mal wieder in Angriff nehmen. Ja, okay. Dann bin ich gespannt. Sag Bescheid. Es gibt echt viele. Oh, guck mal, hier gibt es noch mehr. Damn. Aber hier ist keine Anzugkraft. Was ist das? Was ist das denn? Nice, der Bombastic Backman. Okay, der ist natürlich broken, Mann. Lustig. Sehr cool. Oha, was ist das denn? Crazy Anzüge. Haben die alle einen wahren Ursprung oder? Unerschwinglich. Ah, finde alle Rucksäcke. Achso, okay. Achso, und da steht, wie man die freischaltet. Ah, wahrscheinlich jedes Level ein oder sowas. Na, nicht ganz. Es ist echt ein Power Ranger, ja. Ruft einen Cyberbro als temporäre Hilfe im Kampf. Gute alte Cyberbro. Nice. Der hier könnte ganz cool sein. Da bräuchte ich halt noch zwei Forschungsmarken. Und actually glaube ich, dass der halt auch ziemlich geil ist, oder? Gegen richtig viele Gegner, wenn die alle eingesponnen werden.
Aber wahrscheinlich ist das dann kurz entwaffnet oder so, das denke ich mal. So, und hier haben wir auch so viel neuen Stuff. Können wir auch mal gucken. Verringern den Effekt von Blend- oder Betäubungsgranaten. Oh, das wäre auch schon gut hilfreich gewesen. Wenn ich überlege, wie oft ich geblendet war. Das war schon krass. Erhöht die Rate, mit der Fokus generiert wird. Finisher generieren Bonus-Geräte-Auffüllung. Bringen angenommenen Projektilschaden. Ja gut, sowas brauchen wir nicht. Wir dodgen einfach. Feinde brauchen länger, um dich im Tarnmodus zu entdecken. Ja gut, das ist halt in manchen Leveln ganz nice. Neva, dann danke fürs Subbenherz. Gerade deine Steam-Promo gesehen, TY, der Herr BTW Twitch Prime ist Note Crime und ein Follow kostenlos. Note Crime. Ja, Domi. Vielen, vielen Dank für 13 Monate Support schon. Und ja, musste natürlich sein bei der Gelegenheit vorhin. Gleich mal dein Stream noch promoted. Vielleicht sieht es ja jemand, weiß ich nicht. Vielleicht hast du noch jemanden in deiner Freundesliste, der das nicht weiß. Ja, und die Aussprache war mal wieder göttlich. Prime is not a crime. Sehr gut. Ja, wie geht's dir? Wie war dein Stream vorhin noch? Das war ja mal richtig crazy bei dir. Hattest ja irgendwie noch einen relativ, oder eigentlich einen echt großen Raid bekommen, ne? 16 Leute oder so, oder irgendwie über 10 oder so. Und dann hatte Chris ja nochmal ordentlich einen gedroppt. Das war krass. Ey, über ein Jahr schon. Holy moly. Crazy, Mann. Ja, genau, das Snow Evo oder so, ne? Nice. Hattest du eigentlich mit dem jetzt mal Sea of Thieves gespielt? Oder war da nicht mal irgendwas? Oder hattest du es irgendwie einfach nur so geholt? Ja, echt nice, ne? So war LOL gemeint. Ich dachte gerade, LOL war irgendwie nur so LOL. LOL, einfach mal in den Raum geworfen, LOL. Da hat schon nicht was Falsches gesagt. Sonst nichts eigentlich, ja, okay. Ich weiß noch, ich war auch mal bei ihm im Stream und da hat er auch gerade irgendwie Viewer-Games gemacht. Da hätte ich theoretisch auch mitspielen können, aber effektiv halt nicht, weil es halt während der Arbeit quasi war. Da konnte ich ja nicht spielen. Und ja, sonst hätte ich auch schon mal eine Runde mitgespielt, ne? Nice. Ja, war richtig cool, Mann. Hattest du quasi ein Highlight, oder? Ein Highlights-Day. Hey, dieser Bandenkrieg zwischen den Dämonen und Fisk verschärft sich. Ich weiß. Sympathisches Bubberle. Er erledigt Aufträge für ja, die Dämonen. Cool. So muss das. Die Welt braucht mehr sympathische Bubberle. Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Ja, Spider-Man ist richtig cool, by the way. Also Dani. Oh no. Ja, immer doch. Kannst ja dein Bild mal, also ein Bild von der Lampe auf Instagram posten. Einfach jeden Tag so. Tagebuch über die Stehlampe. Er ist Scam. Oh no. So, was machen wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt die Hauptmission machen will. Ich weiß auch nicht, was ich sonst machen will. Ah, da schaltet sich erst auf Level 15 frei, da warten wir noch. Das können wir skillen, das ist gut. Hier diesen Spider-Bot. Ah, den können wir erst auf Level 12 upgraden, okay. Ein Gruß von der Frau Nudel. Ja, danke schön. Grüße zurück. Vielen, vielen Dank. Bin noch eine Folge Arcane gucken. Jo, wo bist denn jetzt? Schon bei der Hälfte, oder? Aber gönn dir. Dani wollte ja eigentlich schon vor ein paar Minuten rausgehen. Okay, ja, nice. Dann
Have fun. Ich fand sie ja teilweise so spannend, dass ich dann ganz froh war, dass ich quasi die Folgen so mehrere am Stück gucken konnte. Weil teilweise fand ich die Cliffhanger schon hart. Also da hatte ich dann schon Bock, direkt weiter zu gucken. Ne? Ja, schon crazy. Es war ja auch super erfolgreich, ne? Hatte irgendwie, habe ich irgendwie mitbekommen, ganz viele Rekorde irgendwie gesprengt. Echt crazy. Und es war ja auch überhaupt nicht erwartet, so. Das finde ich eigentlich am geilsten, dass die Leute es gar nicht so erwartet haben, dass es so einsteht. So, erstmal ein Foto machen. Erstmal auf Instagram posten hier. Zu teuer für mich ist. Nice. So, wo sind hier die Kriminellen? Ja, war's das? Hast du dich damit mal befasst, oder? Ich war da noch nie so hinterher, tatsächlich. Das wo, oh, erstmal vielleicht den Raketenwerfer ausschalten. Aua. Würdet ihr eigentlich inmitten seiner Leute schießen? Das wäre eigentlich mal lustig rauszufinden. Aua. Oh ja, komm, den nehmen wir mit. Nein. Wir hätten gerade irgendwas machen können. Ja genau, daran kann ich mich erinnern, aber wir haben ja echt alles irgendwie nochmal neu geschrieben, ja. Oh oh, wir sind gleich tot. Ich muss eigentlich schnell die Schusswaffen ausschalten, ja. Oh, das war close. Nein. Schade. Feier ich inzwischen nett so. Herr, was denn? Jetzt ist doch schon seit einiger Zeit gleich geblieben, oder nicht? Hm. Bin leider besiegt. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Was hätte ich da besser machen können? Mehr ausweichen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die Leute halt nicht direkt ausgeschaltet, sondern ich habe die immer nur einmal kurz angeschlagen. Und dann sind die einfach wieder aufgestanden, haben mich einfach wieder abgeschossen. Nicht sterben. Oh, danke. Endlich. Jetzt macht's Klick. So einfach kann es sein, ja Mensch. 10:30. Männer in Dämonenmasken greifen gepanzertes Fahrzeug an. Meldungen kommen von der Lower East Side. Over. So wie in League, ne? Ein Panzerwagen aus. Das Geld ist wenn ich bleiben will, just win. Just win, lol. Und wie findest du Dead Cells so bisher? Aber der Sale ist echt gut irgendwie, also ich habe echt noch einige Games auf meiner Wishlist, die gut im Angebot sind. Oh nice, erstmal der ganzen Bonus wieder erfüllt. Deine letzten beiden Worte in Kombination hat er erstmal markiert. Der Brecher ist okay. Okay. Dong. Gegen seinen Schädel. Diese Dämonenviecher sind aber auch stark, ja. Ich muss mehr mit Dreieck arbeiten, dass ich mich ranziehe. Ja, da kann ich nicht ausweichen. Geht jetzt mit mir. Nein, ich dodge genau rein. Ach nee. Oh.
Nein! Nein! Ach, shit. What? Crazy. Sexueller Begriff. Halt dich mal zurück. Ja, schade, ey. Zweiten Kampf schon verloren. Hatte ich denn alle meine Aufladungen? Ja, die sind weg. Ah, ich habe aber schon wieder meine Anzugskraft vergessen. Verdammt. Prototype. Habe ich nie gespielt. Das ist ein ganz altes Spiel, ne? Ich kann mich erinnern, das haben einige aus meiner Klasse damals gespielt. Und das war doch irgendwie in Deutschland illegal oder so sogar, ne? Ein extrem brutales Spiel irgendwie. Das, ja. Hat mich jetzt nicht so interessiert, wie du dir vorstellen kannst. Ich möchte nochmal ein paar Kriminelle verprügeln jetzt hier. Spider-Man betrachtete mich unsere Stadt als seinen Spielplatz und ihr Eigentum als seine Spielsachen. Und wie nachdem wir jetzt so verprügelt wurden. Der Typ ist übrigens super nervig, dieser Just the Facts. Der hasst uns irgendwie, keine Ahnung. Der sagt, wir sind dafür schuld, dass es die ganzen Kriminellen gibt. Und, dass ich die Sachen gar nicht besser mache, wenn ich Kriminelle bekämpfe, sondern ich eigentlich der Bösewicht bin. Und Frechheit, einfach eine Frechheit. Oh ja, hier sind so Bösewichte. Ein oh mein Gott. Raketenwerfer. Ja, das ist gestreamt quasi von der PS4 mit meinem Elgato-Streaming-Gedöns. Oh ja, den machen wir jetzt schön fertig hier. Aua. Achso, wir können mal Dings machen jetzt. Anzug mal. Hatte schneller Fokus. Können die ausschalten hier. Ist teilweise so lustig, wie man die hier rauskicken kann. Bonk. Oh ja, Spider-Bot. Aua. Weil ich bin aktuell so ein bisschen dabei, meine ganzen PS4-Games mal durchzuspielen. Ich hatte jetzt letztens schon Shadow of the Colossus on stream durchgespielt. Weil das. Ich kam die ganzen Jahre halt nicht dazu. Ich hab, glaube ich, seit 2 Jahren oder so eine PlayStation. Ja, das ist zu gut, wirklich. Es gibt so lustige Momente hier. Und ich dachte mir jetzt, wieso halt nicht on stream einfach mal durchspielen? Weil so komme ich halt wenigstens dazu, ne? Weil sonst, wenn ich mir vornehme, ich setze mich jetzt mal jede Woche für ein paar Stunden an die Konsole, mache ich halt eh nicht. Und so ist halt perfekt. Richtig, richtig nice. Genau, Shadow of the Colossus haben wir. Jetzt aktuell als Spider-Man so als Projekt. Quasi mein Donnerstag ist jetzt aktuell so der PlayStation-Tag. Dann habe ich noch God of War, was ich durchspielen will. Und theoretisch habe ich noch. Hab es auf mich abgesehen, Sache ist mies. Wie heißt das? Horizon Zero Dawn, aber das werde ich wohl nicht mehr auf der Konsole spielen. Weil das gibt es ja inzwischen schon auf dem PC und auch relativ günstig immer mal im Sale. Deswegen werde ich das wohl am PC halt spielen. Weil ich glaube, das ist mir auch angenehmer halt. Von der Grafik her wird es dann halt besser sein und Steuerung ist halt angenehmer. Deswegen. Und das ist ja auch ein riesiges Spiel. Also das sind ja mehrere hundert Stunden, die man da wieder rein reinstecken kann. Von daher. Weiß ich nicht, ob ich das on-stream spielen werde, aber da verlässt mich meine Stimme. Es tut mir leid. Nee, weil so viele Spiele habe ich dann noch gar nicht mehr. Ich glaube, das war's dann eigentlich auch. Ich hatte nochmal überlegt, hier vielleicht Ghost of Tsushima. Das gab's auch jetzt mal im Sale, aber habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Erst wenn ich das hier durch habe quasi. Also die ganzen PS-Games. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk. Aber das könnte mich halt noch interessieren und dann will ich eigentlich auch meine PlayStation halt verkaufen. Er schießt wirklich in seine Leute rein. Was ein Madman. So just chilling. Das
muss ich mir mal gönnen. Was ist denn das? Was waren da? Oh mein Gott, wir sind so low life. Ja, ja, das ist es halt. Ah, shit, ich will nicht ausrichten. Ich hab, genügend. Ich hab reichlich. Ich bin meine eigene Steam-Bibliothek. Wenn ich was bei Steam suche, dann gebe ich erstmal den Namen in meiner Bibliotheksuche ein, bevor ich in den Shop gehe. Meistens ist es dann schon vorhanden, weißt du. Kann Fluch und Segen sein. Das ein oder andere, genau. Oha, erstmal rein danken hier, let's go! Oh. Ich muss los, aber. War cool, dich. Ich muss los, Brudi. Let's go. Tja. Krass, wie oft wir aufs Maul bekommen. Ja, kein Kommentar. Der ist gestolpert. Ja, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, aktuell bin ich so krass am, der Unfall sieht schlimm aus. Am Durchspielen von Spielen. Das ist richtig cool. Also, ich habe so viele Games in letzter Zeit durchgespielt. Es hat richtig Spaß gemacht. Ist halt cool, mal so ein paar Games auch von einer Liste abzuarbeiten halt, ne? Da gehört Spider-Man halt auch zu. Ich meine, gut, das haben wir halt erst angefangen, aber gehört er auch dazu. Jo, diese Cinematics. Oh, schön. Zum Glück haben wir sie rechtzeitig gerettet. Du bist echt okay, ja. Danke. Warten Sie! Ich glaube, die Trümmer halten Personen im Auto gefangen. Ja, oder? Also ich finde es auch grafisch echt ansprechend. Die Opfer sind außer Gefahr. Und das ist ja nur auf der PlayStation 4. Danke. Ich dachte, BDF, er spricht Englisch. Warum spricht er Englisch? Naja. Wieso nicht? Ein Tourist. Nee, wir sind ja hier in New York. Also eigentlich schon fein, dass er Englisch spricht, aber. Auch ein bisschen weird. Das ist ja noch nie gehört. Genau, und es gibt ja einen neuen Teil, irgendwie, ich glaube, der ist schon draußen für die PS5. Und der muss insane aussehen. Also. Und das läuft ja hier schon flüssig, sieht geil aus, weißt du, also deswegen. Und das finde ich auch das Geilste. Es ist halt so flüssig. Und das macht doch einfach so Spaß, hier durch die Gegend. Keine Ahnung, sich durch die Gegend zu hechten und nebenbei zu kämpfen. Das ist so cool. Das macht einfach Spaß. Und das ist so viel wert, wirklich. Das macht, das zeichnet ein gutes Spiel schon aus. Wenn es allein schon Spaß macht, dass man einfach rumrennt quasi. Ne? Und hier ist es halt, dass durch die Gegend, sich durch die Gegend spinnen. Das ist so cool. Ja genau, das ist im deutschen Teil, deswegen schon ein bisschen merkwürdig. Das ist wirklich dreist. Bis dann. Hatte ich bisher halt auch noch nicht, dass jemand Englisch gesprochen hat. Aua. Und wieder da. Oh, jetzt müssen wir mal versuchen, das Auto zu retten. Was? Ich habe so schnell gedrückt. Okay. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. True. Oh, guck mal, das ist mein Liebling. Das Aufprallen jetzt. Das ist so gut. Das ist so ein Gadget, was du halt ausrüsten kannst. Und das nagelt den halt direkt fest. Mit einem Schuss. Bam. Und auch aus ganz schöner Entfernung. Also ich kann jetzt hier einfach rangehen. Das hat jetzt nicht so ganz gereicht, weil es zu weit zu einer Wand entfernt war. Aber so einfach bonk. An diese Laterne rangenagelt. So viel zu gern, nur zickzack kann. Weil das andere Ding hier ist halt quasi das gleiche, nur du brauchst halt mehr Schüsse, um das, den gleichen Effekt zu haben. Kannst ihn dafür aber halt schon mal interrupten. Genau, und dann diese Spider-Drohne ist halt ganz nett. Die hilft halt ein bisschen, schießt die auch mal ab. Und genau, mit dem Elektronetz kann ich die halt quasi paralysieren.
mit der Zeit habe ich jetzt halt so einige Gadgets freigeschaltet, also ganz nett, ganz nett. Flüssiges Putterfix, genau. Uhu to go. Es ist so cool, wirklich. Also, echt nice gemacht. Und ich bin ja halt eigentlich gar kein so ein Superhelden-Fan. Also ich gucke jetzt gar keine Superhelden-Filme oder so, aber das Spiel, als ich das damals halt gesehen hatte, fand das so, das hat so nice ausgesehen, wie schön flüssig das halt alles war von der Bewegung her und so. Fast schon ein bisschen zu flüssig, weil ich gar nicht drauf klarkomme. Ich werde eigentlich nur den Rucksack hier holen. Das ist einfach so nice. Also, das macht richtig Spaß. Also sogar mir quasi, obwohl ich gar nicht so... Wie soll ich sagen? Ja, ich glaube, ist halt, glaube ich, auch ein Unterschied, Superheldenfilme zu gucken oder selber zu spielen, sage ich mal. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war. Das ist echt cool. Also, kann ich nur empfehlen. Kinder, Schluss jetzt, sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg. Oh ja, jetzt machen wir mal die Drohnen hier. Oh, müssen direkt dodgen? Jawohl. Ah, fuck. Ich bin gedodged. Klonk! Kannst halt hier so verschiedene Kombos machen und so, ne? Nee, das ist nicht auf Deutsch, aber... Damit bin ich sogar einverstanden. Klonk. Ist halt so cool gemacht. Und ich bin ja bei Weitem noch nicht mit den Kombos flüssig dabei halt. Yo. Ey, sieht so krass aus einfach. Die Dämonen sind besiegt. Jo, haben alle. Sie können übernehmen, Officer. Genau, es sind nämlich die Chinatown-Verbrechen hier. Der Nacken ist bestimmt durch, ja. Oh, nice, Level up. Der war gut. Gern geschehen, Officer. Ah, hier so ein Forschungsabzeichen können wir uns mal holen. Mal gucken, ob das anders ist. Bei dem anderen hatten wir so ein richtiges weltveränderndes Szenario. Da war überall dann auf einmal Smog. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Ach, wieder Smog-Alarm. Oh, okay. Schade. Dachte was anderes. Die Station ist einfach, aber wirklich wichtig. Sie misst Giftstoffe in der Luft. Einfach postapokalyptisch. Alle Messgeräte der Stadt. Aus dem Nichts. Schlechte Luft wirkt sich auf Kinder und ältere Leute stärker aus. Das war für meine Mom ein großes Thema. Wenn die Informationen korrekt sind, ist viel zu viel Schwefeldioxid in der Luft. Ich habe die Spidey-Vermutung, dass ja. Darin ineffiziente Auspuffrohre sind. Ich habe vorhin auch nur an China gedacht. Wenn ich Proben habe, kann ich Marke und Modell identifizieren und anzeigen. Ja, und die Wolken kommen halt von den Autos, ne? Also VW und so ist hier schön vertreten. Okay, das habe ich. Aber was meinst du mit, dass es Spidey, der selber keine Netze machen kann? Da fehlt mir vielleicht das Spider-Man-Fachwissen jetzt. Das tut mir nicht gut. Ja, ich kann hier auf jeden Fall auf Gegner auch mit Dreieck kann ich so Spinnfäden halt schießen. Gut. Brauch nur noch ein paar Proben. Der arme Typ, ey. Das stinkt. Also es ist auf jeden Fall, habe ich gelernt, dachte ich nämlich auch erst, dass es auf dem Film basiert, aber ist eine Geschichte für sich quasi. Nur noch ein paar. Der alte Spidey konnte das als Modifikation seines Körpers, brauchte keine Apparate. Hab's. Ich weiß gar nicht, womit ich hier diese Dinger schieße, aber... Gut, man muss dazu auch sagen, ich kann halt hier die, zum Beispiel diesen Anzug, den ich anhabe. Noch eine letzte. Der tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Stirb nicht, stirb nicht. Oh mein Gott. Ich kann den Anzug auch wechseln, also.
Weil hier sieht es jetzt so ein bisschen aus, als ob es aus diesem... Okay. Als hätte ich hier so Handschuhe an. Anscheinend haben wir drei Schuldige. Ich brauche Beweis.